Eine Kleidung? Der Kodex des Malakat. Früher oder später werden wir den Mörder finden, Goldie. Halte dich einfach weiterhin bereit. Solange werde ich jetzt dieses Buch kurz lesen. Wo ist denn das? Malakat, Malakat. Notiz, Museum. Tivanus Tagebuch. Weißlauf. Ah, da. Der Kodex des Malakat. Der Kodex des Malakat. Ein seltener Leitfaden zu den Orkfestungen von Amanda Alaya, Söldnerin. Oh, too long didn't read. Mann, ich dachte, das wäre was Besonderes. Naja. Wir werden uns erstmal hier unten umsehen, Goldie. Halt dich bereit, falls du irgendwas entdeckst. Wow. Je länger ich mich hier aufhalte, umso bedrohlicher wirkt das hier alles. Okay, Goldie, halt dich bereit. Ich werde nach oben gehen. Zick. Folgen. Hier oben scheint nichts zu sein. Gibt der Stuhl. Nichts Außergewöhnliches hier zu verzeichnen. Sei vorsichtig, zwei Räume sind neben uns. Ein Bett, wo drin aber niemand schläft. Okay, hier ist auch nichts. Ich werde es mir mal genauer ansehen. Der Stuhl wurde seltsam auf dem Bett platziert. Oh, hoppla, hab mich verklickt. Verdammt, jetzt weiß er, dass ich hier war. Schleichen wir uns zurück, Goldie. Ich wette, es handelt sich hierbei um einen Elfen. Ich wette es. Und er ist Alkoholiker. So. Na, oh, ich dachte schon. Die Rotwardonen sind die Ureinwohner. Verdammt. Ich muss zur Wache gehen. Krieg ist alles andere als glorreich. Das erzählen Sie den Verdammten. Was heißt zur Wache? Ich muss zum Kommissar gehen. So ist das. Nicht Kommissar. Ich bin der Kommissar. Ich meinte zum Haupt... Kommandant? Der Wache? Hä? Ja, irgendwie sowas. Das war jetzt auch auf Englisch. Palace of the Kings. Hallo? Mann, warum ist das auf Englisch? Mir hat immer noch keine andere Antwort darauf gegeben. Kommandant! 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 Machen Sie auf! Sturmmäntel sind im ganzen Land siegreich. Ja, okay. Mich interessiert es eigentlich nicht, was Sie da geträumt haben. Könnt ihr mir etwas über den Schlechter erzählen? Habt ihr mit Viola Giordano gesprochen? Sie hängt die Dinger in der ganzen Stadt auf, aber irgendwer nimmt sie immer wieder ab. Fragt sie danach, wenn ihr euch die Ohren voll schwatzen lassen wollt. Möget ihr sich herreißen. Es ist gefährlich da draußen. Ihr seid so eine schlechte Hilfe, das wisst ihr gar nicht. Giordano Dovaz. Okay. Giordano Dovaz muss hier in der Nähe sein. Aber wo genau? Candlehard Hall. Himmelsrand. Und Himmelsrand. Ja, okay.
Hä? Naja. Ja. Geradeaus. Okay. Dann gehe ich mal in die Taverne. Falls es überhaupt eine Taverne ist. Entschuldigung. Ein Held nach Kriegerherzen fragt. Wahrlich, wahrlich, das Drachenblut naht. Mit da. Die arme Nelgine ist am Ende, sagt ihre Schwester uns. Seid auf der Hut. Der schlecht. Nach dem, was diesen anderen Frauen zugestoßen ist, fürchte ich um meine eigene Sicherheit. Naja, was könnt ihr mir über den Schlechter erzählen? Ich verfolge ihn schon seit Monaten. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, ich versuche ihn zu finden. Die Wachen wollen mir nicht helfen. Die Leute wollen mir nicht helfen. Außer mir glaubt niemand, dass es möglich ist, ihn zu fangen. Warum können die Wachen nicht helfen? Sie sagen, sie hätten wegen des Krieges alle Hände voll zu tun. Aber was bringt es, einen Krieg zu gewinnen, wenn wir immer noch von einem aus unserer Mitte terrorisiert werden? Da ist wer tollpatschig und hat irgendwas fallen gelassen. Habt ihr das gehört? Wie kann es den... Das ist unhöflich, mitten im Gespräch einfach hier einfach mitzuhören. Außerdem hast du da jetzt gerade dein ganzes Trinken verschüttet. Ja, genau. Genau das Trinken. Naja, egal. Wie kann es den anderen nur gleichgültig sein? Es ist ihnen ja nicht gleichgültig. Es denkt nur keiner von ihnen daran, etwas dagegen zu unternehmen. Die Leute sagen, ich störe nur jeden mit meiner Schnüffelei. Dabei versuche ich doch, Leben zu retten. Nun ja, euch kann ich wohl vertrauen. Dieses Tagebuch habe ich im Versteck des Mörders gefunden. Was? Und was steht da? Klingt, als ob der Hofzauberer experimentiert hätte. Wunfert. Um ihn ranken sich schon seit Jahren Gerüchte, soweit ich zurückdenken kann, um genau zu sein. Er ist ein gefährlicher Mann, deshalb nennt man ihn auch den Unlebendigen. Ich würde ihn nicht direkt konfrontieren. Diese Informationen müssen direkt zum Vogt. Er wird euch zuhören. Nun gut. Vielleicht ist das Beenden einer guten Kneipe bei genau das Richtige, um meine Stimmung zu... Die Stimmung. Scheiß auf die Stimmung. Da war was Wichtiges gerade. Das Wichtigeres. Auf zum Vogt. Auch wenn er schläft. Ich muss ihn unbedingt alles berichten, was ich weiß. Alles. Ja. Your life. Ein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Nun denn, ich glaube, dass Wohnpferd der Unlebendige der Mörder ist. Das ist eine ernste Anschuldigung. Ich nehme an, ihr habt auch Beweise dafür. Wir haben Beweise für den Totenbeschwörer und wir haben dieses Amulett gefunden. Amulett? Ich kann es nicht glauben. Wohnpferd war Ulfric über viele Jahre ein zuverlässiger Freund. Es schmerzt mich, feststellen zu müssen, dass an den Gerüchten etwas Wahres dran war. Wohnpferd wird festgenommen werden. Ich danke euch dafür, dass ihr dieser Angelegenheit mit solcher Sorgfalt auf den Grund gegangen seid. Die Straßen von Windhelm sind nun wieder sicher. Das war's? Das war's? Nie im Leben. Das war's. Mist. Ich dachte, ich hätte jetzt noch eine Belohnung gekriegt. Egal, die ist auch immer cool. Ich durfte Kommissar sein. Okay, was machen wir denn als nächstes? Als nächstes gehen wir auf jeden Fall wieder in die, in Anführungszeichen, Action hinein. Wo müssen wir denn genau lang? Wir müssen... Nee.
oder? Da können uns eigentlich nach Riften begeben. Beziehungsweise zur verlorenen Höhle. Da müssen wir ja so oder so hin. Triff dich mit dem Jeep des Schorns. Ja. Wir gehen mal der Hauptstory so langsam mal weiter. Wir gehen also nach Weißlauf, treffen uns mit dem Dieb des Zorns und holen in Ilanthas oder Ilinaltas Tiefe Azuras Stern. Azuras Stern, ein sehr, 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 sehr guter Seelenstein. Nun denn. Gut, machen wir das so. Also, das heißt, auf nach Windhelm, dann raus. In die Steppe, in die, wie heißt nochmal das Land? Ja, Skyrim heißt das Land, schon klar, aber, Heiligental? Nee, oder? Himmelsrand, ha! Ja, auf nach Himmelsrand. Jesus Schwert, ein Kurzschwert, welches Jäger stets bei sich führen, um eine Beute zur Strecke zu bringen. Wahnsinn. Moment mal, Jesus Schwert? Das ist doch der Mod? Hm? Wie cool ist das denn? Die haben sie jetzt auch in Ladescreen eingebaut. Gut, wir gehen dann zurück mit der Kutsche nach Weißlauf und von Weißlauf aus gehen wir dann, oder reiten wir dann dahin. Ah, Kutscher, so sehen wir uns wieder. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt der Fürstentümer bringen. Wohin soll's gehen? Nun ja, ich möchte wieder nach Weißlauf. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ruhig, altes Mädchen. So, die können losfahren. Jesus Schwerter, Azurbrand, oft auch mit den Daedra-Fürsten Azura assoziiert. Wollte ich lesen, das war tatsächlich der Mod. Mann. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ach, genug. Fast 100. Naja. Wird reichen. Hoffe ich. Wir gehen ja nur zu einer Schenke. Erstmal. Nach Flusswald, um genau zu... Nach Flusswald? Wir gehen also zurück. Interessant. Wo geht's denn genau nach Flusswald? Also, Windhelm, Riften, Iberstadt, Winterfeste, Einsamkeit, bla bla bla. Das sind nur die Hauptstädte. Ich will aber ins Dorf. Deshalb gehe ich hier. Wow, was eine Minimühle. So. Wir reiten jetzt einfach mal hier weiter entlang. Ja, neben der Honigfabrik vorbei. Ja, das ist eine Honigfabrik hier. Und danach müssen wir nach rechts, soweit ich weiß. Oder soweit ich mich erinnern kann. Glaube ich zumindest. Ja. Ja. Ob wir noch auf irgendwelche Erzadern stoßen? Naja. Werde ich ja noch sehen. Halt! Kaiserliche! Und Gegenstände aufteilen. Was gebe ich dir denn? Ich gebe dir... Habe ich überhaupt was bei? Cool. Ich gebe dir den Dolch. Nein! Mein Säbel. Ich gebe dir den Dolch. Und... Spitzhacke gebe ich dir ganz sicher nicht. Habe ich noch irgendwas in Rüstung für dich?